Zunächst freue ich mich auf die Salzburger Festspiele, die ich hiermit eröffne. Vor dem Festakt zur heutigen Eröffnung der 103. Salzburger Festspiele wurde Bundespräsident Alexander van der Bellen mit militärischen Ehren am Salzburger Residenzplatz empfangen. Mitglieder der Bundesregierung, die komplette Salzburger Landesregierung sowie viele Ehrengäste waren dann beim Marsch vom Residenzplatz durch die Salzburger Altstadt zum Festspielhaus dabei. Die Stadt ist in einer besonderen Atmosphäre und es ist eigentlich jedes Jahr schön und es geht los. Wenn man da durch die Stadt geht, die gelöste Stimmung, die freudige Erwartung, schon ganz speziell. Wir freuen uns sehr. Kurz vor dem Festakt in der Felsenreitschule war noch Zeit für einen kurzen Austausch im Karl-Böhm-Saal mit Staatsgast, EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und anderen internationalen Gästen. Mahnende Worte fand der heurige Festspielredner, Physik-Nobelpreisträger Anton Zeilinger. Ich habe das Gefühl, dass Vernunft heute vielleicht eine gefährdete Spezies ist. Wir haben in unseren liberalen Gesellschaften, Gott sei Dank, auch eine Konsequenz der Aufklärung, Gesetze, Regelwerke, die für alle gleich sind. Nur schießen wir vielleicht gelegentlich ein wenig über das Ziel hinaus. Ohne Vernunft ziehen wir sicher den Boden unter unseren Füßen weg.